Guten Tag, liebe Wanderfreunde. Meine heutige Wanderung beginnt in Samen, im schönen Samenland in der Nähe vom Staat. Ich bin soeben angekommen mit dem Boldenpass Express. Der kommt von Zweisimmen, bergüber Staat, Samen, weiter bis nach Montreux am Genfersee. Samen liegt auf einer Höhe von 1014 Meter über Meer und hat 6901 Einwohner. Übrigens gehört auch der sehr bekannte Touristenferienort und ja auch Promiort Staat zu Samen. Hier bin ich zu Fuß unterwegs durch das schöne Dorf Samen. Es ist heute ein sehr sonniger Tag, für diese Jahreszeit auch schon zu warm. Schönes altes Haus im schönen Dorfbild. Hier sehen wir Yehudi Menuhin Denkmal. Er war Ehrenbürger von Samen. Er war einer der größten Violinvirtuosen des 20. Jahrhunderts. Jetzt geht es weiter durch die schöne Dorfstraße. Da die schöne Kirche von Samen. So, jetzt fängt die große Steigung an. Übrigens bin ich heute unterwegs von Samen nach Jaun-Kappelboden. Ich muss dabei einen kleineren Pass überqueren, den Mittelbergpass. Der liegt auf 1633 Meter über Meer. Die ganze Etappe von heute hat eine Länge von 20,6 Kilometer. Bergauf sind es ungefähr 640 Meter und bergab 610 Meter. Oh, ist das nicht schön, dieser Blumenschmuck da. Leider hatte ich keine Zeit, noch in die Kirche reinzugehen. Hier nochmal einen Blick auf Samen mit der Kirche. Wirklich ein sehr, sehr schöner Herbstmorgen. Oh, hier kommt man bald in Schnaufen. Es geht wirklich steil bergauf.
schön, die Glocken der Kühe zu hören da. Ich glaube, wir hören jetzt ein bisschen diesen Ton zu. Hier eine ganz, ganz schöne Hochebene. Und da bin ich jetzt unterwegs Richtung Griesbachtal. Im Griesbachtal verläuft übrigens die Kantonsgrenze. Auf der linken Seite von Griesbach ist der Kanton Watt und auf der anderen Seite der Kanton Bern. Aber es geht jetzt noch ein Momentchen, bis ich diesen Bach erreiche. So, hier bin ich im Kanton Watt und laufe den Griesbach entlang. Wir hören jetzt noch einen Moment den schönen Ton vom Bach zu. Was ganz schade ist an dieser schönen Strecke, dass ich sehr weit über geteerte Straßen gehen muss. Geht immer noch bergauf und bergauf. Ja, ich muss ja schließlich diese 640 Höhenmeter überwinden. Dafür werde ich immer mehr mit einer schönen Aussicht belohnt. Hier sieht man schön durch das Tal, dass ich jetzt nach hinten marschiert bin. Das Griesbachtal. Griesbachtal. Der Weitblick wird immer schöner und schöner, umso mehr ich nach oben steige.
einen Blick in die Waadtländer Alpen. Hinten kommt, wenn ich mich richtig erinnere, der Dente Hut zum Vorschein. Oder vielleicht sagt man auch die Dente Hut. Oh, wie schön der Ausblick. Schön weit in die Waadtländer Berge hinein. Durch das Tal, das ich jetzt gewandert bin. Wunderschön. Mehr kann ich einfach dazu nicht sagen. Übrigens, diese Wanderung kann man auch gut mit dem Fahrrad absolvieren, da ja auch die ganze Strecke eigentlich mehr oder weniger geteert ist. Ein Wildbach, der hier den Abhang herunterkommt. Wunderschön. So, bald habe ich schon die Passhöhe erreicht. Den Mittelbergpass auf, wie gesagt, 1633 Meter über Meer. So, jetzt kann es nur noch hinuntergehen Richtung Jaun. Übrigens hier bin ich wieder im Kanton Bern. Und weiter vorne komme ich dann noch in den Kanton Freiburg rein. Also heute durch drei verschiedene Kantone. Oh, endlich habe ich die Naturstraße erreicht, oder besser gesagt den Naturweg. Ein bisschen abseits von der gut ausgebauten Straße, aber zum Wandern sehr, sehr angenehm. Dort weit, weit vorne im Tal liegt Jaun, mein Etappenziel von heute.
Hier sieht man auch schon ein Teil von den Gastlosen. Sind ganz bekannte Kletterberge bei uns in der Schweiz. Einfach traumhaft, dieser schöne Tag heute. So wie es aussieht, bin ich heute der einzige Wanderer, der da unterwegs ist. Aber das macht mir nichts aus. Kann so alles für mich alleine genießen. Auf der Straße habe ich ein paar Radfahrer angetroffen. Es waren die einzigen, die da unterwegs sind heute. Einfach fantastisch, auch dieser Weitblick, den ich heute habe. Eine ganz, ganz schöne Alp da hier oben. Und jetzt beginnt dann wirklich der Abstieg durch einen ganz schön schmalen Pfad, aber sehr romantisch, ins Jauntal hinunter. Blick zurück zu den Gastlosen. In diesem Wald hat es sehr, sehr viele abgestorbene Bäume, aber das macht irgendwie das Bild noch sehr, sehr romantisch. Sehr schöner Pfad durch den Wald.
ganz vorne sieht man in der Mitte vom Bild die Passstraße, die vom Jangpass runterkommt. Auch ein sehr bekannter Fahrradweg. Da fragt man sich, wo der Weg dann weitergeht, ob ich hier durch die Luft fliegen muss. Das ist dann zum Glück nicht der Fall gewesen. Den Blick zu den Gastlosen. So, jetzt habe ich den Talgrund erreicht und bin da auf einer weit, ja, gut ausgebauten Zufahrtsstraße unterwegs. Gastlosen wieder und vorne in der Bildmitte die Jangpassstraße. Der Jangpass fängt übrigens in Boltigen an, im Berner Oberland, und geht nach Jang und weiter nach Bül im Kanton Freiburg. Hier auf der gegenüberliegenden Seite ist ein großer Hangrutsch. So, endlich bin ich am Jaungli-Bach angelangt. So heißt dieser Bach hier oben. Weiter vorne wird er dann zum Jaungbach. Die Gastlosen, ein ja wirklich mächtiger, eine mächtige Berggruppe.
Heute gefällt mir besonders, durch diese schönen Wälder zu wandern. Die bunten Farben, es ist einfach wirklich toll hier im Herbst. Ja, da sieht man, dieser Bach kann auch ab und zu sicher Hochwasser führen. Man darf halt nicht vergessen, es ist auch noch ein Bergbach. Hier ein schöner Wasserfall, fast so. Das sind Tuffsteine, die brauchen tausende von Jahren, bis sie so groß sind wie hier. Das ist wirklich ein schönes Naturschauspiel. So, dort oben sieht man in der Mitte die Straße vom Jaundpass. Hier oben, hinter diesem Felsen,
verläuft die Jaupasstraße durch einen Tunnel. Aber ganz früher war die Straße schön oberhalb, ja, ist sie oberhalb von diesem Felskopf verlaufen. Ging also außen durch. Und musste zum Teil mit Kunstbauten gesichert werden. Wieder diese Herbstfarben zum Teil da im Balkon. Wunderschön. Ja, ziemlich eine Felsenformation da. So langsam komme ich an meinem Etappenziel schon näher. Hier vorne sieht man schon die ersten Häuser von Jan Kappelboden. Übrigens, wenn man über diesen Berg auf der rechten Seite läuft, kommt man zum Schwarze. Auch ein sehr, sehr schönes Wandergebiet. Jaun liegt noch auf einer Höhe von 1015 Meter und ist in diesem Tal ganz hinten übrigens das einzige Dorf noch, wo Deutsch gesprochen wird. Weiter vorne wird Französisch gesprochen.
ist aber im Kanton Freiburg. Es hat noch 659 Einwohner, also ein kleines Dorf hier in diesem schönen Bergtal. Hier noch einen Blick in die Gastlosen hinein, der vorderste Teil davon. Genießt noch einmal diese schöne Ton da von den Kuhglocken. So, und nun komme ich wirklich ans Ende von meiner heutigen Wanderung. Ich danke euch für das Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Film. Tschüss!